Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Ich hab's endlich geschafft. Ich habe mir den Mod jetzt installiert, damit wir tiefer buddeln können. Wir können jetzt überall graben, wo wir möchten. Ich freue mich sehr, dass es da einen Mod für gab. Weil ganz ehrlich, das macht einfach keinen Sinn. Da nimmt man sich ein Riesenprojekt vor, um einen schönen Graben um das Gelände drumherum zu ziehen und dann sagt das Spiel irgendwo, nö, an der Stelle nicht, mein Freund. Naja, ihr seht schon, ich habe mir gestern nochmal, ja, ich glaube 3 oder 4 Stunden sowas in der Richtung Zeit genommen und habe hier noch ein bisschen weitergemacht. Wir haben jetzt wieder den Zaun drumherum. Und ja, ansonsten eine ganze Menge Bodenplatten mehr. Es ist eigentlich nur noch das kleine Stück hier, aber das kleine Stück sind locker auch 2 Stunden oder so. Mit ganzen Steinsammeln und alles mögliche drum und dran. Ansonsten ist es soweit finito. Das freut mich extrem. Wir haben das Projekt endlich abgeschlossen. Ich zeige euch nochmal ganz kurz. Ich hatte hier schon mal angefangen mit dem Graben. Ich möchte ihn jetzt, wie gesagt, komplett gerade ziehen. Also das hier an der Seite, das kommt auch noch weg. Ich glaube nur, dass er mir schon wieder fast zu breit ist. Weil wir müssen ja auch irgendwie noch hier aufs Gelände kommen. Eine Brücke zu bauen wäre natürlich Schwachsinn, weil dann bringt der ganze Graben und alles gar nichts. Dann kommen die Gegner einfach darüber gelaufen. Irgendwie hätte ich es ganz gerne so, dass wir es noch schaffen, drüber zu springen. Bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, wie wir es machen, aber irgendwie wird es auf jeden Fall werden. Ja, deswegen, ich habe den jetzt hier, wie gesagt, gerade gezogen, dass der dann auch hier so rechteckig, viereckig, wie auch immer ist. Ansonsten habe ich das hier hinten jetzt mal bearbeitet. Ich hatte das eigentlich schon vor 40 Folgen oder so vor, mit euch mal zusammen zu machen. Ich habe es jetzt einfach mal weitergemacht. Ich musste das alles nochmal eins nach links versetzen, sonst wäre es nicht symmetrisch mit dem Ausgang hier gewesen. Das wird auch noch weggemacht. Und ja, jetzt haben wir hier auch eine ordentliche Abgrenzung. Das wird dann hier vorne mit dem Zaun dann noch connected. Ähnlich wie hier. Ich habe mir bloß hier drüben noch überlegt, hey, wir haben hier Himbeeren vom Haus. Das wusste ich auch noch nicht. Ich habe nur hier überlegt, dass mir dieses ganze Zickzack noch nicht so wirklich gefällt. Ich werde das wahrscheinlich gerade ziehen. Dass wir dann einfach von hier gerade nach vorgehen, bis hier rüber an den Zaun. Halt ein bisschen übers Wasser oder so. Vielleicht schütte ich das noch auf. Mal schauen genau, wie ich es mache, aber irgendwie sieht mir das noch zu unprofessionell aus. Naja, wir haben es geschafft. Ich freue mich sehr. Wir haben so unendlich viel Platz. Wir können jetzt ordentlich bauen. Ein paar Häuser, ein Portalhaus, generell unser Haupthaus und mal schauen, was alles noch hierher kommt. Geilo. Mal schauen, vielleicht schaffe ich es heute noch, den Rest hier zu machen. Bin mir nicht ganz sicher, weiß ich nicht. Aber wenn nicht, ist ja auch nicht so schlimm. Ich will jetzt nicht länger rumquatschen, dass nicht wieder die halbe Folge nur Basis zeigen angesagt ist. Sondern wir haben eine Punktlandung getroffen mit unserem Metall. Das haben wir ja letzte Folge schon gesehen. 30 Stück haben wir zusammen. Das heißt, wir können den Streitkolben auf die 4 machen. Das werden wir jetzt auch tun. Und wenn das erledigt ist, machen wir uns auf in die dunklen Wälder. So, Upgrade. Eiserner Streitkolben. Perfekt. Den auch noch auf die 4. 73 Hauenwert. Aktuell hat er 67, also ganze 6 Punkte mehr. Tada! Geil, wir haben es geschafft. Endlich. Alles auf der 4, alles auf höchster Stufe, was zumindest aktuell mit der Schmiede geht. Wir können nochmal fix alles reparieren. So. Jetzt wollten wir uns auf in den dunklen Wald machen. Jetzt muss ich mal überlegen, wo können wir denn überhaupt noch ordentlich dunklen Wald erkunden? Weil das hier scheint alles Gebirge zu sein. Hier sehen wir zumindest immer so ein kleines Stück vom Anfang. Das heißt, das ist nicht wirklich was. Hier drüben wäre noch hier dunkler Wald bis darüber. Vielleicht, obwohl hier müsste auch Wasser sein. Aber wir können uns mal hin teleportieren. Hier haben wir ja ein Portal. Ansonsten, hier kommt auch überall Gebirge. Hier oben vielleicht noch. Das ist relativ weit weg von unserer, obwohl hier drüben ist unsere Basis, obwohl hier geht auch Gebirge los. Wenn dann vielleicht noch hier ganz oben. Aber das ist natürlich noch ein ganzes Stück weit weg. Ich würde sagen, wir teleportieren uns erstmal hierher. Überqueren das Wasser. Ich hoffe mal, wir schaffen das mit Schwimmen und gucken mal, was hier noch so ist. Jetzt müssen wir mal schauen. Wir haben einmal Sumpf. ABC müsste es sein. Ich wollte es mir unbedingt umbenennen. Zumindest auf der Karte mit den Portalen. Machen wir jetzt auch bald, aber ABC soll es natürlich nicht auf Dauer heißen. So, jetzt müssen wir bloß mal schauen. Ich habe gar keinen Bock auf irgendwelche Todeskitos. Bin nämlich schon wieder mit ganz schön wenig Leben unterwegs. Generell haben wir nicht wirklich was Geiles zu futtern, aber naja. Wir sind bloß im dunklen Wald unterwegs. Da
müssen wir jetzt nicht unbedingt mit Würstchen und Möhreneintopf uns stärken. Das sollten wir auch mit so einer Low-Budget-Version schaffen. So, ich möchte auf jeden Fall nicht in die Ebenen. Gar keine Lust. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal hier ein bisschen erkunden. Ich freue mich sehr, dass wir es endlich geschafft haben. Wetter spielt jetzt natürlich mal gerade wieder nicht mit. Aber ich habe aktuell echt genug vom Sumpf. Wir suchen jetzt hier einfach ein bisschen rum. Ach, ich bin auch wieder doof. Entschuldigung, wir müssen nochmal zurück. Ich wollte ja unbedingt die Sachen für ein Portal mitnehmen. Dass wir, sobald das Inventar voll ist, uns einfach wieder zurück teleportieren können. Schnell alles in die Kisten werfen und weiter. Weil wir haben jetzt wirklich mal die nächsten Folgen vor, so viel dunklen Wald wie möglich zu erkunden. Einerseits müssen wir ein bisschen die Umgebung hier kennenlernen. Ich meine, die Karte ist halt echt noch riesig. Und andererseits brauchen wir langsam mal den Händler. Sonst wird das halt mit diesen Dracheneiern und alles drum und dran ganz schön, ganz schöner Mist. Hatten wir hier noch was drin? Nö. Gut, dann gehen wir mal zurück. Ich glaube, Sotlingkerne müssten wir noch genügend haben. Jetzt ist die Überlegung. Nennen wir hier einfach ein Portal um. Das hieß jetzt Home. Home kann ich mir merken. Denn wir könnten auch das andere abbauen drüben. Aber ich lasse das lieber mal noch stehen, weil ein paar Steine brauchen wir ja noch für die Bodenplatten hier. Ach, ist das geil. Ich könnte es mir den ganzen Tag angucken. Es waren so viele Stunden Arbeit, aber es hat sich wirklich komplett gelohnt. So, Pilze können wir eigentlich futtern. Lass mal den Stein noch wegwerfen. So, jetzt lasst mal schauen. Bei Sonstiges haben wir bestimmt noch, genau, wir brauchen 2 Stück davon. Dann brauchen wir 10 oder 20 Grauzwergenaugen. Ich nehme mal 20 mit. Und dann brauchten wir noch Edelholz. Ne, 20 Edelholz, 10 Grauzwergenaugen. Nein, wir haben nur 13 Edelholz. Das ist schlecht, aber wir finden im Dunkeln, na gut, im dunklen Wald nicht unbedingt. Aber zumindest, ich glaube, wir haben Edelholz direkt vor der Haustür. So, dann gehen wir nochmal ganz schnell hier rüber. Hier lagen auf jeden Fall noch ein paar Birken rum. Wir bräuchten natürlich auch noch eine Axt dafür. Jetzt ist doch schon wieder fast die halbe Folge rum, ohne dass sowas passiert ist. Es geht immer so schnell im Spiel. So, und jetzt bitte die Axt. Vielen Dank. Mal schauen, wie lange es dauert, bis wir ihn finden. Und wenn das geschehen ist, also wenn wir jetzt 10 Folgen lang rumlaufen, ohne den zu finden, dann machen wir irgendwann auch mal Schluss damit. Aber ein paar Folgen würde ich schon ganz gerne probieren wollen. Und wenn wir den gefunden haben, machen wir uns definitiv zum Weg, auf den Weg zum Knochenwanst. Und werden mal seinen Wanst verprügeln. Ich bin guter Dinge. Also jetzt mit Rüstung 4 und Streitkolben 4. Vor allem auch Schlagwaffen noch relativ hoch trainiert. Ich denke mal, dass er so langsam kein großes Problem mehr darstellen sollte. Wenn wir den geschafft haben, können wir halt auch einfach sagen, wir haben den schwersten Gegner besiegt. Weil alle anderen Bosse sollen definitiv leichter sein. Also im Gebirge kommt ja der Drache. Der soll wohl relativ easy sein. Ich habe jetzt noch kein Video zu gesehen, ich habe es nur gelesen. Und letzter Boss weiß ich gerade gar nicht, aber auf jeden Fall Knochenwanst soll der schwerste sein. Bisschen schade, dass es hier so regnet. Ich hatte mich so gefreut, endlich mal wieder ein bisschen schönere Landschaften zu erkunden und nicht im Sumpf rumzuhängen. Aber man kann es halt nun mal nicht ändern. Obwohl ich ehrlich sagen muss, ein bisschen weniger Regen im Spiel hätte es auch getan. So gefühlt regnet es irgendwie jeden zweiten, dritten Tag und wenn man dann, ist ja nicht nur so, dass es, wartet mal, nee, wir brauchen ja auch noch Holz für eine Werkbank. Die hat nur, die hat 10 Holz gekostet, ne? Genau. Brauchen wir natürlich ansonsten, können wir das Portal nicht bauen. Ja, so gefühlt regnet es irgendwie jeden zweiten, dritten Tag und es ist ja nicht nur, dass es nicht schön aussieht. So, wir nennen jetzt Home mal um in Dunkel. Oder, nee, wir nennen es einfach mal um in Händler. So, dann können wir mit ABC wieder reisen.
und bauen uns dann einen neuen mit Händler. Ja, der Regen, ich fange jetzt zum dritten Mal an, bewirkt ja halt auch noch, dass die Ausdauerregeneration beschissen wird und so weiter und so fort, weil man halt nass ist. Deswegen finde ich das echt ein bisschen zu viel des Guten. Aber naja, wir können es halt nicht ändern. Dafür werde ich keinen Mod installieren. So, wir haben hier schon mal ein Häuschen. Vielleicht gibt es ja mal wieder eine Bienenkönigin. Leider nein, gar nichts drin. Ach, ist das schön. Einfach mal wieder. Wir sind noch im Grasland. Aber hier kommt jetzt dunkler Wald. Naja. Einfach mal wieder so ein bisschen durch die Gegend laufen. Sich ein paar Sachen angucken. Keine schwierigen Gegner. Man muss vor nichts Angst haben. Ich hatte jetzt gestern, als ich noch weitergemacht habe, an der Base. Was ist denn das? So Salz. Ah, das ist ein Baumstamm. Salz von Weiten irgendwie so goldleuchtend aus. Ja, kam tatsächlich ein Trollangriff. Ein Troll hat's abgewehrt. Der ist vor dem Graben stehen geblieben und hatte keinen Bock. War schon mal ganz gut. Der andere hat's rüber geschafft. Bin mir nicht ganz sicher, ob er durch den Graben gelaufen ist. Oder ob er außenrum durchs Wasser ist. Ich habe das nicht so ganz mitgekriegt. Hier kommt direkt Wasser. Okay, schon mal ein riesiges Gebiet hier. Geil. Kupfer. Naja, irgendwie mache ich sowieso alles mit derselben, mit demselben Symbol größtenteils. Können wir jetzt mittlerweile auch ignorieren, ob das das passende Symbol ist oder nicht. Ja, der andere kam rüber. Ich meine, da hatte ich den Zaun noch nicht. Der Graben war auch noch nicht so breit. Aber ich denke mal, dass die Trolle generell durch den Graben laufen können, weil der ist halt nicht so mega tief. Ich könnte den zwar noch tiefer buddeln durch den Mod. Allerdings, ich glaube, wenn wir noch ein, zwei Stufen tiefer buddeln, dann schwimmen wir halt und dann können wir die Hacke auch bloß nicht einsetzen, um noch tiefer zu kommen. Aber ist auch nicht ganz so schlimm. Ich muss sagen, ich habe es einfach mal probiert und wir können so einen Troll komplett blocken. Ich glaube, zwei, drei Leben oder so hat es bloß abgezogen und einmal hat er mich auch komplett getroffen. Das hat aber auch nur, ich will nicht lügen, aber ich glaube 10, 15 Leben abgezogen, also vor den Trollen müssen wir einfach keine Angst mehr haben. Da sind die Sumpfangriffe schon härter und die Gegner aus dem Sumpf wehrt der Graben und der Zaun drumherum ja glücklicherweise ab. Also Ziel erreicht. Bin mal echt gespannt, was passiert, wenn wir die Drachenmutti besiegt haben. Was war das? Ging die schon immer so? Also auf Drachenangriffe habe ich ehrlich gesagt gar keinen Bock. Da bringt der Zaun halt auch einfach gar nichts mehr. So, ich glaube, das war's schon. Würde mal noch ein bisschen hier drüben lang laufen, dass wir alles aufdecken. Extrem viele Hirsche unterwegs. Aber sehr viel mehr ist hier leider gar nicht. Da vorne kommt dann auch Wasser und Ebenen. Also hier ist zumindest schon mal nichts. Ich laufe nochmal kurz durch die Mitte, dass wirklich alles aufgedeckt ist. Dann werden wir uns wohl doch erstmal wieder zurück teleportieren. Wie gesagt, hier kommen wir nicht weiter. Dann machen wir vielleicht doch. Wir haben leider hier kein Portal stehen. Hier wäre bestimmt noch viel. Aber vielleicht machen wir uns dann nochmal zur alten Basis. Irgendwo hier oben. Wir laufen doch nochmal ein bisschen hier in die Richtung hier hoch. Ich habe ja halt wirklich immer noch die Hoffnung, dass das Spiel die Welten irgendwie so generiert, dass der Händler irgendwo zumindest in Reichweite der, ja, des Spawnpunktes ist. Gewitter? Was ich mich letztens auch mal gefragt habe, ganz am Anfang, als ich noch keinen Plan hatte von der Statik im Spiel, mir dachte, komm, scheiß drauf, ob die Balken rot sind, das hält ja schon, hatte ich mal gelesen, dass man auf jeden Fall stabiler bauen soll, weil spätestens wenn der erste Sturm aufkommt, dann reißt es dir die Hütte auseinander. Ist das schon mal vorgekommen? Also ist das vielleicht auch schon mal jemandem von euch passiert? Weil klar, ab und zu ist es mal stürmisch, aber dass jetzt ein Sturm irgendwas. Alter, irgendwie haben die was am Sound geändert? Ich
bin mir gerade echt nicht ganz sicher, aber irgendwie klingt das bei mir heute alles anders. Also die Tiergeräusche sind irgendwie lauter und klingen anders. Aber vielleicht ist es auch nur meine Wahrnehmung. Ja, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, ob das schon mal bei jemandem von euch vorgekommen ist. Weil ganz ehrlich, ich habe davon noch irgendwie so gar nichts mitgekriegt. So, wir müssen wieder zurück. Kiste ist leer, das passt. ABC. Das Portal lassen wir natürlich hier stehen. Kommen wieder an der Basis an. Rechts daneben haben wir jetzt das Portal, was Händler heißt. Hier drüben, genau. Ich will es mir nur nochmal angucken. Ihr wisst, wie das bei mir ist mit Portalnamen merken. Ist nicht unbedingt meine Stärke. So, dann lass das nochmal schnell hier alles wegwerfen. Ich habe mich jetzt übrigens dazu entschieden, hier meistens komplett voll zu machen, weil das brennt halt so lange und dann müssen wir nicht andauernd nachlegen. Ich war anfangs immer ein bisschen zu geizig dafür. Aber effektiv machen wir uns viel, viel mehr Arbeit damit und die 10 Holz in dem Feuer, ich glaube, das reicht Ewigkeiten. Haben wir jetzt schon wieder Nacht. Komm, wir legen uns nochmal ganz schnell schlafen. In der Hoffnung, morgen ist besseres Wetter. Dann sind wir nochmal voll ausgeruht. Hey, nicht ins Bett stellen, schlafen. Und teleportieren uns jetzt zur alten Basis, laufen von dort nochmal ein bisschen was ab. Wir können auch gleich Eiktür aktivieren. Dann sind wir etwas schneller unterwegs. Lass nochmal kurz schauen, wie viele Münzen wir haben. Aber ich glaube, wir haben ja auch Bernstein und sowas und davon auch eine ganze Menge. Und es steht ja da, es ist wertvoll. Also werden wir das wahrscheinlich verkaufen können. Wir haben 666 Münzen. Vielleicht finden wir auch den Teufel. Man weiß es nicht. So, Moment. Alte Basis war doch hier drin. Ja, es wird unbedingt Zeit für ein Portalhaus. Dass die hier alle einfach so in der Gegend rumstehen, gefällt mir gar nicht. Bin mir bloß noch nicht ganz sicher, wie ich das umsetzen möchte. So, ich weiß, dass dann hier auf jeden Fall Wasser kommt, aber hier oben ist halt noch eine ganze Menge Platz. Hier liegen noch gelbe Pilze rum, hatte da alle keinen Hunger drauf. Ich weiß, ich kümmere mich so gar nicht mehr um euch, tut mir ehrlich leid. So, Eiktür ist aktiv und wir können mal losrennen. Richtung ist schon mal die richtige, das ist zwar alles noch Grasland, aber hier oben wird es dann dunkler Wald. Ach, wäre das geil, wenn wir den jetzt noch zeitnah finden, dann wäre ich so happy. Bin mal gespannt, was er alles hat. Ich weiß aktuell nur vom Gürtel und von dieser Kopflampe. Auf jeden Fall zwei Sachen, die ich unbedingt haben möchte. Weiß nicht, ob er generell nur ein gewisses Portfolio an Produkten hat. Oder ob das auch irgendwie so zeittechnisch wechselt, wie man das aus anderen Spielen kennt. Und vor allem auch, was es kostet. Ich habe noch gar nichts gelesen zu irgendwelchen Preisen. Am Ende finden wir den jetzt und dieser Gürtel kostet 5000 Münzen. Das wäre äußerst schlecht. Ich lasse dich heute mal in Ruhe, kleiner Hirsch. Ja, ist schon ein ganz schöner Weg. Aber es wird sich hoffentlich lohnen. 60 Rüstungswert, das Ding auf der 4. Wir können mal mit dem Schild noch gucken. Also ich möchte auf gar keinen Fall jetzt nochmal Eisen sammeln gehen. Wenn wir können mit dem Schild eigentlich auch so gut wie alles blocken, also blocken. Blocken natürlich. Von daher, also Trogon, alles kriegen wir geblockt. Ich weiß nicht, wie das dann ist, wenn wir ein besseres Schild haben, ob das vielleicht weniger Ausdauer verbraucht. Wenn wir damit blocken. Ohne Ende Himbeeren. Ich muss sagen, das Spiel hat trotzdem die Balance echt gut getroffen oder gefunden oder programmiert. Was so Nahrungsmittel und so in die Richtung halt angeht. Also wie viel Wildschweine nachspawnen, wie viel Hirsche nachspawnen, wie oft irgendwo Himbeeren sind.
Also es war jetzt tatsächlich schon lange nicht mehr so, dass ich gesagt habe, oh Mist, wir müssen jetzt direkt auf die Suche gehen, weil man eigentlich so beim Rumlaufen immer alles findet, was man braucht. Man kann halt einfach ganz entspannt überall mal ein bisschen was mitnehmen und kommt damit ganz gut durch. Also nicht zu wenig, nicht zu viel. Ein gutes Mittelmaß gefunden. Natürlich jetzt Leute, die absolute Survival-Fans sind, die werden sagen, es ist viel zu viel. Aber ich bin da auch echt froh, dass wir hier nicht jeden Tag ums Überleben kämpfen müssen. Das nervt mich an Spielen dann, also so diese richtigen Hardcore-Survival-Spiele. Wo man eigentlich die ganze Zeit nur Zeitdruck hat, weil man unbedingt was zu essen finden muss. Ich weiß gar nicht, ich hatte da mal irgendein Spiel, aber fragt mich bitte nicht mehr, wie es heißt. Das war so. Ich habe in dem Spiel keine Viertelstunde überlebt von Start an. Weil man halt direkt wissen musste, was man tun soll, um irgendwo hinzukommen und das zu tun und das zu tun. Und dann ist man erfroren und ach, keine Ahnung. Ich habe das Spiel eine halbe Stunde gespielt, dann habe ich es wieder deinstalliert. Das ist mir dann irgendwie auch nichts. So, wir müssen leider schon wieder ein Folgenende machen an der Stelle. Aber ich bin mal zuversichtlich, dass wir den noch hoffentlich bald finden werden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Morgen 19 Uhr geht's weiter auf die Suche. Bis dahin, macht's gut.